Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Runde World of Warships. Und da wir letztens so übel abgestunken haben mit der Kuma Tier 4, sind wir wieder mit dabei. Dieses Mal aber wirklich Tier 4 und nicht nur die ersten 4 Minuten davon oder was auch immer war. Wir werden jetzt mit unserer Pazifisten-Kreuzerchen einen kleinen Trip machen. Wir haben Glück gehabt, oder wir hatten Glück und sind in eine Tier 4 Gruppe geraten. Also Tier 4 ist das höchste Tier. Und wir werden dieses Mal auch ein bisschen vorsichtiger vorgehen als letztens. Das war immer, oder ist immer eine schlechte Idee, in solche Engstellen einzufahren und dann zusammengeschossen werden. Oh, ein Grafikfehler. Blitz, Blitz. Ja, mit schlechtem Wetter zu kämpfen. Das hat natürlich keine Auswirkungen auf das Spiel. Aber wir stehen unter hohem Druck. Autopilot Mode disabled. Noch einmal versagen, das wäre bitter. Das wäre richtig übel. Das würde mir nicht gefallen. Lassen wir die Gegner zuerst kommen. Ich habe einige Zeit jetzt in das Spiel schon investiert. Und es macht einfach immer noch Spaß. Ihr werdet jetzt sagen, was? Einige Zeit investiert, er ist nur Tier 4. Das stimmt nicht. Ich kann schon auf Tier 5 wechseln. Aber ich habe nur 6 Plätze, dass durch die Albany, die es am, boah, wann gab es denn die, im 8. oder sowas, gab es ein Gratis-Schiff mit einem Gratis-Ankerplatz, kann ich jetzt 7 Schiffe haben. Das, die Albany wird auch eine der nächsten Videos, ich rede einfach nur Scheiße während der, die Albany wird auch eines der nächsten Videos beinhalten quasi, denn mir ist aufgefallen, ich muss die amerikanischen Schiffe auch spielen. Das hilft alles nichts. Denn die japanischen Schlachtschiffe sind mir zuwider geworden. Die Kawaki war noch lustig und geil. Ah, Freizeit. Nicht das so? Hab ich nichts. Die Kawaki war noch lustig und geil, aber die Miyogi, die ist so zäh. Und mir fehlt einfach die schnelle Schussgeschwindigkeit des Kreuzers. Da ich aber auch Schlachtschiffe spielen will, muss ich dann ein Schlachtschiff spielen, das höhere Schussfrequenz hat. Und die amerikanischen Kreuzer, die amerikanischen Schlachtschiffe haben höhere Schussfrequenz, aber die kleineren Bummeln abgehört. Ja, dann treffe ich jetzt endlich am Schlag. Ja, so ist gut. Und das Traurige ist wirklich, immer wenn ich Solo spiele, da bin ich 10-mal gespielt. 150 Granatentreffer. Hier werden Torpedos ankommen. Und mindestens kann man nicht sagen, aber ja, Minimum ein Schiff versenkt. Meist, oft sind es sogar mehr. Oft sind es 2. Ganz selten sind es 4. Das alles mit meiner kleinen Kuma hier. Also so schlecht wie Videospiele ich da nicht. Ansonsten würde es ja ewig dauern, die höheren Tier frei zu spielen. Heißt es Tiers? Tears of the Sun, der erste Film mit Bruce Willis, Band der Sonne auf Deutsch. Das ist auch ein anderes Tier. Ja, der kleine Scheiß-Zerstörer. Aus Korn, die hasse ich wie die Pest, Wickers. Mit seiner kleinen Kanone kann er mir keine Angst machen, ich habe nur Angst vor seinen Torpedos. Diese, der mich richtig kräftig ist. Immer auf einen Torpedo einschenken, ansonsten richtet das hier geil aus. Lass auch sein. Das Beste wäre natürlich, wenn hier sein Antrieb ausgefallen wäre. Und das, war auch so. Das ist geil. Wenn wir zuerst die Zerstörer alle ausschalten, dann haben wir gute Chancen, das Match zu gewinnen. Aber es ist einfach zu gewinnen. Denn wenn man einen Zerstörer gut steuern kann, dann ist es eine richtige Gefahr. Wo war ich? Ach so. Ja, die höheren Tierser spielen kostet viel Zeit und Mühen, vor allem bei den Schlachtschiffen. Denn diese gehen, also ich bin schlecht mit den Schlachtschiffen, so muss man das sagen. Denn diese verzweigen sich dann auch noch in die Flugzeugträger. Da muss ich einmal so viel spielen, damit ich den ersten Flugzeugträger freischalte. Und dann nochmal die Schlachtschiffe, damit ich das nächste Tier, die Kongo, dann freischalten könnte. Und mit der Miyogi ist mir das fast zu anstrengend. Wobei die Kongo schon geil ist. Das erste richtig, also das moderne Design. Da sieht man dann richtig, was Sache ist. Aber naja, mal sehen.
Und was man noch sagen muss ist, seit der Closed Beta, wo ich nicht dabei war, haben sie die XP, die es braucht, um ein höheres Tier zu kommen, haben sie erhöht. Aber es ist nicht richtig angeschrieben, das ist das Problem. St. Louis. Das ist das Problem. Es ist immer noch so angeschrieben, wie man es in der Closed Beta haben musste. Zum Beispiel 19.000 XP für die nächste Stufe, aber dann braucht man, wenn man auf Forschung geht, 24.000. Jetzt hat er seine Geschwindigkeit erhöht. Weil die Vorhalten. Das ist zu weit. Vielleicht braucht man. Ist er jetzt wieder stehen geblieben? Wow. Er ist stehen geblieben. Das hat mich jetzt kurz sprachlos gemacht. Den werden wir jetzt nicht nur rein im Bein einschenken. Den werden wir jetzt gut Schaden einschenken. Das schöne an Kreuzern ist ja keine Reparaturfunktion. Das heißt, haben wir ihn, dann war es das. Egal, ob er sich verzieht oder nicht. Das ist das Schlachtschiff. Main turret critically damaged. Das jetzt auf uns schießt. In South Carolina, 4 Geschütztürme. Müssen wir uns Gas geben und wendig sein. Ah, der Geschützturm fehlt mir gerade auf diesem Seite. Ich werde mich einfach drehen, damit wir mit vollen Freizeiten arbeiten können. Oh, das ist ein tolles Urteil. Wenn wir das nicht schaffen, dann war es schon wieder. Ich habe nicht so gut auf die Minimum geachtet. Das ist immer ein Fehler, so zu spielen. Aber wir treffen bald, ich habe mein Geschütz ausgeschaltet. Der South Carolina ist gerade nicht so gut. Das ist ein bisschen repariert. Ich glaube, sie fährt gerade auf. Wir müssen umschalten auf Panzer rechts. Töte Panzer. Komm, lade. Oh, viel zu spät. Genau das ist es. Dieser Fehler in der Vorjustierung, die ich jetzt mit dir mache, mit dem Vorteil, die dann schneller aus. Kann schneller reagieren. Da meine Waffe viel schneller feuert natürlich. Jetzt sehe ich, oh, das war scheiße. Oh, das war ein direkter Treffer von. Von der Kawachi kann das sein. Really? Das ist ein richtig harter Treffer gerade. Gut, wir schalten wiederum auf High. Und ich schaffe es nie, meine Gedanken zu Ende zu führen. Kostet dann nicht mehr 18.000, 19.000, 24.000 XP und das verlangsamt die Sache natürlich, wenn man schlecht abschneidet mit einem Kampfschiff, Schlachtschiff und dann nur 600 XP pro Runde rausholt. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und, was war noch? Genau, und ich will auch die amerikanischen Schiffe testen. Ich war quasi dann jetzt auf japanischer Seite die Kreuzer spielen, denn die haben einen Vorteil gegenüber den amerikanischen. Sie haben Torpedos und das finde ich sehr geil, obwohl ich sie jetzt hier in dieser Map nicht einsetze, da wir auf Max Range spielen momentan. Und dann werde ich auch die Flugzeugträger bei Japan anspielen. Und auf amerikanischer Seite die Schlachtschiffe fürs Erste. Und vielleicht die Zerstörer. Und jetzt natürlich, solange es muss, das ist klar, also die Chester muss sich bespielen, bespaßen. Das Tier 2, dann die St. Louis, das Tier 3. Eine Runde werde ich für Albany drehen, denn die ist ein bisschen okay für Tier 2. Das muss mal gezeigt werden. Die wurde übrigens dem Geschenk mit einem Code eingegeben. Ne, ist auch eine Puma. Oh, ich muss passe nicht auf. Ich glaube, ich darf schon drehen jetzt. Ich mache bereit, Leute, der Wyoming, das ist so schlecht. Und meine Freunde gehen hier drauf. Das ist unbedingt angreifen. Ja, dann drehen wir. Oder wir erobern. Nein, wir drehen. Wir können den Stück erobern. Noch zu weit, ich sie ein. So, jetzt müsst ihr es passen. Ach, sie dreht nur um. Ja, ist gerade, soll man sagen, es ist gerade ein bisschen drücken, obwohl es ein Kriegsspiel im Wasser ist. Oh, die Wyoming macht mir Angst. Sind
zu wenige Treffer. Wisst ihr was? Ja, lieber Junge. Wir brauchen mehr Treffer, wir brauchen mehr Punkte. Wie gesagt, wir können zwar von den nächsten Kreuzer spielen, aber es gibt natürlich auch freie Sphären. Wenn ich aber nicht ausgeben will, denn der Fortschritt bei den Schlachtschiffen ist so hart zu erkennen, deswegen kann ich den da ausspielen. Knappi, knappi. Sehr schön. Autsch. Das wird natürlich voll repariert, wir müssen uns bewegen können. Oh, holy moly. Dreh dich! Oh, die Geschütze dreht sich weg, das heißt, wir können noch weiter feuern. Oh, ist das knapp! Dreh dich weiter, dann fahren wir noch mit der vierten Strafe. Oh, das ist knapp! Feuert weiter! Wenn die Wyoming ihren Kurs hält und wir es schaffen, ohne dass wir beschossen werden. Boah, das war jetzt übel schlecht gespielt von mir, aber richtig. Trefft immer noch, die hält immer noch ihren Kurs. Oh, das war jetzt richtig knapp. Gut, wir können eindrehen, unsere Basis ist sicher. Aber wir sind, glaube ich, nicht mehr drauf. Wir treffen nur noch den Berg. Und ja, wir feuern nicht, wenn es nicht sein muss, denn hey, wir müssen die Granaten bezahlen, die wir verschießen. Es ist nicht viel und man wird auch nicht so viel Raketenbedrängnis bekommen, dass man seine Schiffe nicht mehr beschießen kann. Aber immerhin. Boah, das ist nicht voll. Und wir konzentrieren uns jetzt auf diese. In die Fast Down. Wir werden sie nicht zerstören, dann ist sie zu schwach, aber wir werden dann bei dieser Puma helfen. Und natürlich, ein Vieh macht auch Mist. Kommt schon, wenn ich die 30 mal treffe mit 700 Schaden, dann habe ich auch 21.000 gemacht. Sie ist nicht versenkt, aber dann noch ein gescheiter Treffer von einem Torpedo. Dann. Baden. Oh, Schiffe, oh, nein, nicht alles, aber ein paar immerhin. Das sind ein, zwei Treffer. Ist gay. So ist das also. Und die Wyoming, die sieht mal interessant aus. Ich glaube, die ist doch Tier 4, oder? Ja. Seht ihr, das brennt, das bringt. Das Gute ist, ach, komm schon. Das ist schon wieder gegen das Scheiß. Landfall. Diese Inseln, das ist nicht mal die Map-Inseln, aber es ist trotzdem tragisch. So, jetzt kommen sie zu uns. Jetzt haben wir ihre Aufmerksamkeit. Sie dreht ein. Ich glaube, jetzt. Jetzt schnappen wir sie uns. Ich hoffe, der Kapitän sieht uns den Torpedos nicht. Oh, er dreht zu uns. Oh shit. Diese Scheiß. Fluche heute ziemlich viel. Diese blöden Flugzeugträger, Kapitäne, die sind voller. Der Ball ist blinkt, Flugzeug, aber es ist glaube ich nur ein Aufklärer. Nein, hier unten. Oh. Die haben natürlich einen immensen Vorteil, wenn man ohne Flugzeugträger startet. Das ist bitter. Weiter hinten. Wir wollen einen. Ich bin hier eigentlich einen direkten Treffer-Lager. Also direkt ins Munitionslager. Vielleicht. Das Munitionslager, soll ich das erklären, in der Mitte des Schiffes. Das ist die Zitadelle. Du musst Abstand gewinnen. Nein, schon wieder. Really? Auch heilige Scheiße. Das ist auch gut, die Waffen sind nicht eingedreht. Boah, ich hab so ein Glück, das andere, die andere Wyoming gerade hinter. Dahinter ist, aber wir kommen nicht zu nahe, das ist das Problem. Wir werden jetzt bald von ihren Waffen getroffen. Von ihren Bordwaffen. Boah, wir haben echt ein Torpedo abgelassen. Also ein Torpedo getroffen, würde man sagen. Boah, wir schenken richtig. Was sind meine Torpedos? Stimmt, Startplatz.
End is near. Komm schon. Und wir sind es, die sie verzeugen. Ja, wir haben sie geknackt. Das war epic. 4 Minuten noch. Oh, 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 oh. Und jetzt bekommen wir direkt hart von der anderen Wyoming einen mitgegeben. Die ist noch full. Wir haben 4 Minuten Zeit, wir müssen den Gegner schreiben wir. So. Oh, ich hoffe, ich schaffe es, unseren zu verteidigen. Aber die anderen sind nahe dran. Die sollten das doch hinkriegen. 3 Minuten 30, das wird ein Unentschieden. Und das ist, gelinde gesagt, beschissen für das, was wir schon geleistet haben. 141 Treffer. Seht ihr, das ist genau das, was ich meine. Endlich mal eine gute Partie, die ich auch aufnehme. Oh. Noch am Ende muss ich sagen, ich muss jetzt ein kleines bisschen vorproduzieren, das mache ich normalerweise nicht. Heute kam auch leider Borderlands 2 ein bisschen spät. Sind in der finalen Phase von Borderlands 2. Das Internet war so langsam, es wollte einfach nicht schneller hochladen. Ja, und morgen kommt ja auch diese Folge. Also quasi heute, ist ein Tag vorher, am Abend nehme ich die jetzt auf. Und ich muss ein bisschen vorproduzieren, denn Windows 10 wartet schon lange darauf, geupdatet zu werden. Und ich glaube, ich teste es mal. Da ich nicht weiß, ob alles reibungslos funktioniert. Und ich nicht will, dass die Videos nicht kommen. Jeden Tag um 12 ein Video. So soll das auch sein. Es gibt genug Leute, also es gibt nicht so viele Leute, die am Ende nicht sehen. Aber es gibt auch einige Leute, die sie sich gerne ansehen. Steuerrad böse. Problem solved, sir. Get dodged soon. Wow, nice. Hast du gut gemacht, das ist mir aber egal. Ja, das gefällt mir. Oh, Robo. Trifft sie. Ich darf mir echt keinen Treffer leisten. Ein Treffer. Ja, was soll man mir sagen? Ein Treffer, das kann zu Ende sein. Und sie lächelt mich müde an. Ja. Jetzt dreht sie wieder ein, so langsam. Ach, komm schon. Oh, das ist jetzt übel. Bitte. Ja. Main turret critically damaged. 90 Sekunden. Gut, ich kann nicht feuern, aber komm, was hier. Wir müssen es schaffen. Komm schon, 40 Sekunden. Ach, sie schaffen es. Ich kann mich nicht bewegen und dann gehe ich drauf. Schon. Da ist aber. Scrollian E10. Okay. Torpedos? Verarschen, go go. Drehen einmal dran, vielleicht können wir ihn zerstören. Aber das sind die letzten 6 Sekunden. Das war's, ein Unentschieden. Ein Unentschieden mit 2 verschenkten Schiffen und eines davon ist ein Schlachtschiff. Und 100, wie waren das, 140 Treffern. Das ist böse, das ist bitter. Dann gibt's auch nicht so viel Erfahrung. Ansonsten, bam, hätt's richtig einen drauf gegeben. Aber das war jetzt endlich mal gutes Gameplay von der Kuma und ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge World of Warship. Ciao.